auf jeder Führungsebene war die Lage zu beurteilen, auf jeder Führungsebene waren eigenverantwortliche Entscheidungen zu treffen. Und zunächst mal ging es uns darum, zu erfahren, wie entwickelt sich das? Was entwickelt sich aus dem, was da eben im Fernsehen gelaufen ist? Um daraus Schlüsse zu ziehen. Die Eigendynamik war so hoch, dass unsere Kommandeure selber entscheiden mussten. Und ich bin bis heute stolz darauf, dass es so gelaufen ist. Das drückt nicht zuletzt aus, dass die Grenzer nicht so waren, wie sie heute dargestellt werden. Sonst hätte es sicherlich schlimme Zwischenfälle gegeben.